Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Nachmittag, was auch immer. Ein herzliches Willkommen zum Uniliga-Podcast Kaffee mit Kim, der Uniliga-Podcast mit Kim. Oh, crafty. Der Uniliga-Podcast. Hast du Aufnahme gestartet? Warte, lass mich nochmal checken. Ja, ich wollte es nur nochmal kurz gefragt haben, weil es gab ja schon mal eine Folge ohne Video, weil... Das stimmt, weil ich nämlich zu blöd war. Und ja, dachte, ich wollte es jetzt nicht so sagen. Start Virtual Camera ist schon ausreichend, um aufzunehmen. Ja, fast. Fast. Nein, fast. Wir haben es geschafft. Wir haben Bild, wir haben Ton, wir haben alles. Wir haben zwei Menschen. Es ist warm. Zumindest bei mir, bei dir, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Es geht. Es ist relativ angenehm. Gestern war es wärmer, aber jetzt auch nicht. Also ist es irgendwie, wird es hier immer nur warm, wenn es so zwei, drei Tage am Stück warm ist. Dann wird es auch hier warm. Aber wenn es nur einen Tag mal so ein bisschen wärmer ist, dann ist das hier ganz gut isoliert. Ne, genau das denke ich mir auch. Bei mir ist es vielleicht nicht ganz so gut isoliert, aber es ist auch trotzdem alles halb so wild. Wir kriegen es irgendwie hin. Es ist nicht unmenschlich warm und es ist mitten in der Woche. Es ist wild, es sind viele Dinge passiert. Wir sind mitten in den Playoffs. Wir haben Finalteilnehmer für Valorant. Wir haben schon einen Finalteilnehmer für League. Können wir da bitte einmal ganz kurz drüber reden, wie painful es für Aachen ist? Es tut mir echt leid, Aachen, ne? Also wirklich, I'm really sorry. Aber wie geht das? Also, ich check's halt nicht. Es hat mich irgendwie an das Kid-Finale erinnert, ne? Wo man 2-0 in Führung geht und dann auf einmal doch 3-2 Reverse-Sweep wird. Und es waren ja jetzt wirklich zwei stronge Games. Also, es war ja nicht so, dass es da irgendwie sehr knapp war. Also, zumindest das, was ich gesehen habe, sah jetzt nicht so aus, als wäre es ultra knapp. Nee. Und dann einfach, also, ja, da habe ich mir so gedacht, krass. Also ich habe natürlich, ich habe natürlich geschlafen. Ich habe mir vorher die OPL-Seite auf dem Handy aufgemacht, weil ich zu 100% wusste, ich werde irgendwann in der Nacht wach. Wurde ich auch. Dann habe ich direkt nachgeguckt. Und dann habe ich mir so gedacht, hä, wie konnte das denn passieren? Weil beim 2-1, also sorry, ich bin dann halt auch schon ins Bett gegangen. Ich habe das vierte Match quasi noch ein bisschen verfolgt, aber da bin ich dann auch leider bei eingeschlafen. Es ist halt meine Schlafi-Zeit, was soll ich machen? Schlafi-Zeit. Ja, ich saß natürlich bei Autofill im Stream und also ich habe beide Streams natürlich gleichzeitig aufgehört, aber also habe ich wirklich. Aber ich dachte mir, ich gucke mir mal an, was Kollege Autofill dazu sagt, zu dieser Fiesta. Und der war dann auch irgendwann an dem Punkt, wo man gemerkt hat, ich glaube, es ist langsam etwas zu spät für ihn. Denn der Spaß ging auch bis 23:30 oder so. Also 5 Games kann man sich ja selber ausrechnen, wie lange das dauert, wenn man um 19 Uhr anfängt. Also da war schon wild. Und mir tut es auch ein bisschen leid für Aachen. Aber ich bin ehrlich gesagt auch einfach happy, dass wir mal ein neues Team im Finale haben mit Berlin. Humboldt-Universität, ich war kurz lost, die HU, aber genau, das heißt endlich mal neue Gesichter bei dem Offline-Finale, nachdem wir ja schon bemängelt haben, dass die komplette Gruppe A, was Gruppe A, ich glaube es war Gruppe A, einfach reingeintet hat und sich dazu entschieden hat, im Viertelfinale zu verlieren, von Platz 1 bis Platz 4, einfach alle weggeguffelt. Und jetzt haben wir ja nur noch die eine Gruppe, in der unter anderem Kid als erstplatziertes Team reinmarschiert ist. Also ist die Gefahr groß, dass wir wieder Kid kriegen im Finale. Und dann bin ich ehrlich, dann freue ich mich, dass wir wenigstens mit Berlin einen neuen Teilnehmer haben. Das stimmt, da freue ich mich auch sehr drüber. Ich habe es auch übrigens bei Phil in den Chat geschrieben gestern, einfach aus Spaß nach dem 2-0. Ein Reverse-Sweep fühlt sich halt nicer an. Es war wirklich nur Spaß. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass ich damit recht behalten sollte. sorry. Aachen vielleicht habe ich dadurch Aachen ist wirklich ein bisschen cursed. Also ich meine, Aachen ist ja schon mal Uniliga-Champion geworden, auch in jüngerer Vergangenheit. Wir erinnern uns alle an das Finale gegen Bremen. Damals war das ja auch noch sehr eindeutig. Aber seitdem ist so irgendwie, seit der gute Jasper nicht mehr da ist, ist da der Wurm drin. Es liegt alles das an Yadimi. Ich würde auch sagen, das ist es. Vielleicht doch nochmal von der Caster-Couch rüberwechseln in die Spielerposition. Ja, ne? Ich glaube, da braucht es mal wieder ein bisschen frischen Input. Ja. Aber nein, Spaß beiseite. Also es ist natürlich wirklich etwas tragisch leider für Aachen jetzt innerhalb von 3 Seasons.
zweimal so einen, ja, tragische Niederlage zu haben. Einmal im Finale, jetzt einmal im Halbfinale. Ich glaube, das Halbfinale ist nicht ganz so schlimm, weil dann ist man wenigstens nicht gerade live vor Publikum auf einer Bühne und denkt sich nur so, kill me. Ja, das schon, aber trotzdem ist es halt super ärgerlich, ne? Weil du halt einfach so ein Game davon entfernt warst, ins Finale einziehen zu können. Ich glaube, da ärgert man sich auch sehr. Weil so hast du halt wenigstens so die Erfahrung vom Finale, ne? Also die Media Days, du bekommst ein Trikot, du bekommst ein Hotelnacht, du wirst nach Köln eingeladen, da alles drumherum, ne? Ja. Das ist halt alles, was quasi jetzt wegfällt, weil du halt einfach, du hattest ja drei Chancen. Also es ist ja nicht so, dass du, ja, wir wollen nicht so lange, also nicht noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Ich kann da noch eine Stunde drüber reden, so ist es nicht. Ja, also aber dann weint ja Demi, wenn er unseren Podcast hört, und das möchte ich ja auch nicht. Ich glaube, Shades hat es gerade schlimmer. Ja. Als ja Demi. Ja, das stimmt. Der hat auch gestern auf jeden Fall alles noch gegeben. Es war ja auch in Game 4, ich weiß ja nicht, ob du das dann noch mitbekommen hast. Wahrscheinlich nicht. Es ging wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging, aber es ging wirklich ewig. Da sah es auch schon eigentlich lange aus, als hätte Berlin das Ding in der Tasche. Und dann war aber wirklich, hat Berlin nochmal versucht, alles zu werfen, was man werfen konnte. Ah, cool. Aachen hat nochmal alles gegeben, um sich zurückzukämpfen, noch sogar noch einen Baron bekommen, glaube ich. Aber leider war Belus Volibear schon zu crazy. Das erinnert mich irgendwie an so gute alte Matches zwischen Bremen und Kit, wo man schon so denkt, ach guck mal, das hat yep. Bremen diesmal locker in der Tasche, das Game. Und dann, ja, ist Weitwurf angesagt und ist, keine Ahnung, Carmon rennt noch mal kurz rein und sagt, das habe ich, Jungs. Und naja, turns out hatte er nicht und solche Sachen. Ja, kann ja ich diesmal hatten diesmal hatte, halt nur andere Teams. Dann wirklich, ja, diesmal hatte Bremen bzw. Berlin ist in diesem Fall ja. Tatsächlich. Dank einem absolut broken Volibear. Vor allem ist es halt eine coole Storyline. So, sie haben sich von der zweiten Liga hochgekämpft in die erste Liga und schaffen es dann in der ersten Season, in der ersten Liga, direkt ins Finale. Und naja, perfekt. Ob sie da jetzt gewinnen, steht dann halt noch aus. Aber es wäre halt cool. Das nächste Finale, der Finalgegner wird ja erst nächste Woche Freitag ermittelt, also quasi für euch jetzt in einer Woche ungefähr. Das heißt, das dauert noch ein bisschen. Am 19.07. Spielen dann ja. Eko, also die Kölner, gegen Kit. Und ich meine, es ist jetzt, wäre jetzt merkwürdig oder wäre jetzt komisch, wenn Karlsruhe das verlieren sollte, sind wir mal ehrlich. Aber wenn Karlsruhe schlagbar ist, dann in einem Halbfinale. Das haben wir auch schon gelernt in der Vergangenheit. Ja, aber nicht im Sommer in der Regel, ne? Ja, Sommer, Winter ist eigentlich mittlerweile doch egal. Das ja, war nur, weiß ich das, nicht. Das war nur ein Bremen-Ding. Eigentlich ist Karlsruhe immer eine Bank. Sind ja schließlich jetzt letztes Semester auch Meister geworden. Also dass dieses Winter-Sommer-Gedöns, das ist ein alter. Ich habe auch aus internen Spielerkreisen erfahren, dass es für sie der bis jetzt einfachste Durchmarsch überhaupt war und dass sich die Season für die halt sehr easy peasy angefühlt hat. Ja, das ist jetzt auch irgendwie gefühlt das erste Mal, dass Karlsruhe es schafft, mit dem gleichen Roster in zwei aufeinanderfolgenden Seasons anzutreten, ohne dass Leute im Urlaub sind, weg oder sonst wo. Ja, sagt das mal noch nicht, ne? Ja, okay. Also beim Finale wissen wir es noch nicht. Also wir hoffen, dass es mal so sein wird. Aber ansonsten, sie waren ja schon das ein oder andere Mal mit einem gleichen Roster, glaube ich, vor Ort. Es war dann halt, wenn dann auch nur mal im Positionswechsel oder so dabei, glaube ich. Bin jetzt aber auch nicht mehr zu 100% sicher. Kann auch sein, dass da wieder irgendjemand dann irgendwo hingewechselt hat, weil mal wieder ein Auswechselspieler benötigt wurde oder sonstiges. Ja, also ich sehe ehrlich gesagt trotzdem auch keine Welt, in der Karlsruhe jetzt nicht ins Finale kommen sollte. Aber wenn wir schon von Karlsruhe sprechen? Ja, nicht nur von Karlsruhe, sondern auch von Teams, die aus der zweiten Liga sich in die erste Liga gespielt haben und dann in ihrer ersten Saison direkt ins Finale gekommen sind. Willkommen im Finale Mannheim in Valorant. Tutut Mannheim, für viele wahrscheinlich gar nicht, viele hatten die, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht und es ist auf jeden Fall eine kleine Überraschung, aber Mannheim an sich ist ja eigentlich auch schon ultra lange in der Uniliga dabei, also Lokomotive Mannheim kennt der ein oder andere vielleicht noch, ist also das Urgestein der Mannheimer Uni-E-Sports-Szene, ja. Auch schon mal Meister geworden in League 2016, 17 glaube ich irgendwo, auf jeden Fall in den Early Years der Uniliga. Dann lange Zeit wieder von der Bildfläche verschwunden, trotzdem natürlich in einigen Titeln immer noch aktiv, also es ist jetzt nicht so, als wenn sie jetzt nicht mehr da wären, aber sie sind halt nicht mehr so erfolgreich, aber jetzt der
Tutut, der Valorant-Ableger von Lokomotive Mannheim, nämlich Tutut Mannheim, großartiger Name an dieser Stelle, hat sich einfach mal jetzt aus Liga 2 in Liga 1 und dann direkt ins Finale durchgemogelt. Und keiner weiß, wie das möglich sein kann. Aber ja, da stehen sie im Finale gegen natürlich niemand anderen als Kittes. Naja, nicht natürlich, ne? Also okay, ich gebe zu, das Match am Montag, also die beiden Matches Kit Esu oder Kit Göttingen waren schon sehr eindeutig auf Kits Seite, muss ich ja sagen. Aber ich bin echt traurig, ne? Ich hätte mir da echt mehr von Göttingen erwartet. Also es tut mir echt leid. Es ja, kann es ja nicht nur halt daran liegen, dass Gotcha nicht mehr da ist. I'm sorry. Nee, ich glaube, da sind einige Faktoren, die da mitspielen. Ich meine, wir hatten leider auch einen Janu mit Internetproblemen, der dann auch ausgewechselt werden musste fürs zweite Spiel, weil er wohl Disconnects hatte und so ein Kram. Also das sind natürlich dann nicht gerade rosige Aussichten, die das Ganze besser machen. Und Karlsruhe ist halt auch einfach ist halt einfach ein zu krasses Roster. Also ich bin ehrlich, eigentlich war letzte Season auch schon Karlsruhe Favorit. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, dieses Finale zu werfen. Aber da muss man sagen, mit Gotcha und Snubby, das war halt auch schon nochmal ein bisschen ein anderes Kaliber, was man da aufgefahren hat. Auch wenn Held vom Kiwi fällt da als eigentlicher Ja, der hätte einfach mitspielen müssen, ne? Velo Gamer. Ja, man sieht schon, es ist einiges durcheinander gewürfelt worden. Ich will jetzt überhaupt nicht behaupten, dass Esuk jetzt mit einem schlechten Roster antreten, ja, kann ich eigentlich noch raiden, antreten musste. Weil das natürlich alles krasse Spieler sind. Aber man hat dann doch gemerkt, dass, glaube ich, da so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen wurde. Und Karlsruhe, die haben halt einfach, die wollen jetzt einfach mal ein Offline-Finale gewinnen, nachdem sie auf der Gamescom LAN geschlagen wurden. Ja, es war jetzt auch noch nett ausgedrückt. Ja. Viel Spaß. Es war ja schon ein bisschen knapper. So. Sonst wäre es ja nicht 2-1 ausgegangen, ne? Aber ja, es war krass, war eine krasse Series, ja. Aber hätte Karlsruhe eigentlich auch schon gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Aber ja, jetzt ist Göttingen, es ist wahrscheinlich jetzt ja auch das Ende einer Ära in Göttingen. Denn, internen Kreisen weiß ich schon, dass der ein oder andere Spieler nochmal woanders hinwechselt, auch des Studiums wegen. Also, ich glaube, den einen oder anderen werden wir noch behalten. Ja, genau, aber ich meinte jetzt wirklich so für dieses ESUG-Team, ist es wahrscheinlich die letzte Season gewesen. Also ich weiß nicht, inwiefern die es schaffen, da nächste Season nochmal ein Roster auf die Beine zu stellen mit Spielern aus Göttingen, die dann auch, sag ich mal, dasselbe Level erreichen können, wie das die bisherigen Roster. Deshalb, schade. Es ist schade, aber ich meine, das liegt natürlich auch daran, dass Karlsruhe, und das muss man ja auch dazu sagen, sich es nicht hat nehmen lassen, in ihrer Gruppe nicht Erster zu werden. Denn sonst wären natürlich Karlsruhe und Göttingen niemals zu früh aufeinander getroffen. Was heißt zu früh? Also halt schon im Halbfinale aufeinander getroffen. Aber auf der anderen Seite des Brackets war ja Erlangen das Team, was eigentlich als, sag ich mal, auch Favorit fürs Finale in die Playoffs gezogen ist. Mit Wicked, ehemaliger Bielefelder, und Flakes, ehemaliger Düsseldorfer. Also beides Spieler, die schon Finalerfahrung auch haben in Valorant. Und dann haben die sich einfach mal im Viertelfinale von den Cute Giga Chats aus Berlin schlagen lassen. Und alle waren so, hä? Ja, schlechten Tag gehabt. Wie ist das passiert? Und plötzlich steht dann eben kein Erlangen im Finale gegen Karlsruhe, sondern dann der Sieger aus Cute Giga Chats und Mannheim, die wiederum Bielefeld geschlagen haben. Und plötzlich, hat man halt so einen kleinen Underdog-Story. Haben wir ja jetzt bei beiden dann, ne? Also ich bin mal gespannt, vielleicht wird es ja was, dass sich die Underdogs diesmal durchsetzen. Es wird schwer werden, wahrscheinlich. Aber es ist ja nicht unmöglich, also Wunder passieren ja immer wieder. Wunder passieren immer wieder. Wir haben auf jeden Fall zweimal diese Cinderella-Story eines Zweitligateams, was sich quasi einfach durch die Kraft der Freundschaft ins Finale gespielt hat. Und auch durch das Versagen anderer Teams, sind wir mal ehrlich. Aber egal. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich auf. Ich meine, ich kenne jetzt Berlin noch nicht, also in League. Aber ich kenne zumindest jetzt schon 2-3 Spieler aus Mannheim für Valorant. Und die wirken wie eine sympathische Truppe. Also ich habe Bock auf die. Ich glaube, die sind lustig. Ich glaube, das ist einfach so eine Truppe von 5 Freunden. Ich glaube, das könnte spaßig werden.
gerade mit Karlsruhe, die sind auch ein wilder Haufen. Ja, die waren ja letztes also Mal schon Valorant. Da. Das war ja schon sehr, sehr amüsant. Ja, auch in League, ne? In League sind sie ja auch alle mittlerweile handsam geworden. Ein wilder Haufen. Nee, die haben wir ja auch. Ich glaube, mittlerweile haben wir die ganz gut an uns irgendwie gebunden und auch ein bisschen so deren Herz gewonnen. Also ich glaube, das haben wir über die Zeit ganz gut hinbekommen. Das wäre auch schade, wenn wir das über wie viele Jahre, 5, nicht geschafft hätten, so lange wie die jetzt schon jedes Jahr 2-mal gefühlt da sind. Also die Finals ohne Karlsruher Beteiligung, die kann man ja wirklich an 2 Fingern abzählen, irgendwie aus den letzten 10 Seasons. An 2 Fingern? Vielleicht, ja, an 3. Ich weiß, auf jeden Fall an einer Hand. Ich weiß gerade nicht, wie viele es waren. Es waren nicht viele. Nee, es war ja auf jeden Fall 2-mal Hannover, 1-mal Aachen, die wir im Finale hatten. 1-mal Hannover war ja offline. Online. Das war ein Online-Finale, das war Hamburg. Ja, also stimmt, es waren 3. Genau, Hannover Hounds. 3 Finals ohne Karlsruhe. Genau. In den letzten gegen Bremen. 10 Semestern oder so. Ja. Muss man erstmal hinkriegen. Ja, ich meine, die 10 können sie jetzt auch noch voll machen in League. Ne? Also jetzt wird ja der 9. Titel kommen, wenn sie das jetzt schaffen würden. Dann können sie noch mal ein Semester machen und den 10. Titel holen. Ne, und dann aber halt bitte. Ja, und dann kann der ein oder andere auch mal in Rente gehen. Ja, in Rente. Sein Studium vielleicht auch direkt, einfach mal beenden. Ja, direkt aus dem Studium, direkt in Rente. Aber ich glaube, es ist egal. Also selbst wenn die Zwillinge irgendwann nicht mehr für Karlsruhe spielen sollten, die haben ja immer einen guten Ersatz. Also es ist ja nicht so, dass die zu einem Finale hinkommen können, mit einem Substitute spielen und dann irgendwie auf einmal völlig unterfordert sind. So, die haben da so eine Talentschmiede. Ja, also das ist ja bei Valo nichts anderes, ne? Ich wollte gerade sagen, es hat ja schon so ein Muster. Also ich weiß jetzt nicht, warum es gerade ausgerechnet League und Valo sind. In Rocket League sind sie ja auch nicht bad. Also es ist ja nicht ja, so, dass das sie, stimmt. Ne, in Rocket League waren sie ja eine ganze Zeit auch immer gut oben mit dabei. Sind sogar jetzt wieder auf Platz 2 gelandet. Ja, siehst du. In der regulären Saison in Karlsruhe. Also die werden die Playoffs nicht gewinnen, weil dafür ist, glaube ich, Bohmann immer noch zu strong. Ja, sagst du jetzt. Du hast auch gedacht, dass Erlangen ins Finale einzieht und das war nicht der Fall. Also ja, aber ja. Trotzdem, ich denke mir, also ja, man muss trotzdem auch wirklich, auch, das stimmt, gerade auch in Rocket League festhalten, dass die das seit keine Ahnung, auch langer schon wieder Zeit. 5 Jahren oder so, keine Ahnung, wirklich jedes Jahr irgendwie in den Top 4 oder so unterwegs sind. Das ist ja auch was man nicht mal eben so aus dem Ärmel schüttelt. Also irgendwas stimmt da nicht in Karlsruhe. Ich weiß auch nicht, was die machen, warum die das dürfen, warum es keine anderen Unis schaffen, da mal Karlsruhe für immer zu verdrängen. Aber ja, irgendwas ist da offenbar im, weiß nicht, das ist ein guter Lehrplan da. Ja. Wahrscheinlich. Oh, Lehrplan, Bertin, wir können mal jetzt ein bisschen das Thema wechseln. Lehrplan, ne? Was hast du denn gelernt? Wow. Boah. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Ja, das ist ein wilder Turn. Ja. Ja, aber wir haben jetzt auch 20 Minuten schon über Uniliga geredet, ne? Die Leute sind nicht hier, um über Uniliga zu reden, so sorry. Ja, natürlich. Also ausnahmsweise auch mal über Uniliga, denn wir haben ja schließlich unseren Spaß hier. Vor allen Dingen, weil wir ja noch League müssen, dass das Uniliga-Finale dieses Jahr... Oh, wow. Okay. Anyways, ja. Today, this week, meine ich natürlich, I learned. Was haben wir gelernt? Was für tolle Funfacts für andere Dinge oder sonstige Infos haben wir in der letzten Woche erfahren, ausgegraben oder entdeckt oder sonst wie, die unsere Mind geblowt haben? This week I learned. Ja, ich habe tatsächlich gar nichts gelernt. Du merkst gerade, dass hier warm ist, ne? Also mir ist echt warm. Also ich habe gerade gemerkt, wie mein T-Shirt einfach so an meinem Rücken entlang klebt und dann war das einmal so abgezogen. Das ist irgendwie unangenehm, merke ich gerade, aber nun ja. Ich habe tatsächlich nicht unbedingt was gelernt. Ich bringe quasi eine Frage mit heute, diese Woche, die wir vielleicht zusammen beantworten können oder die wir uns zusammen erschließen können. Aber ich habe quasi wieder ein Video gesehen, wo jemand quasi so eine mind-blowing-Frage sich gestellt hat und er quasi nicht auf die Antwort kommt, weil das einfach nicht zu, also es ist natürlich auch nicht zu beantworten, aber es ist so, wo man sich so denkt, what the fuck, und zwar, Achtung, eine ganz bescheuerte Frage, ganz simple Frage, und zwar, was glaubst du, gibt es mehr Augen oder mehr Beine
auf der Welt. So, und das wie random ist denn bitte diese Frage? Ja, und das Ding ist so, jetzt denkt man sich erstmal so komplett so, hä, was ist das für eine dumme Frage so. Also dann muss man natürlich jetzt aber erstmal anfangen, man fängt erstmal so beim Menschen an und denkt sich so, ja gut, Menschen, da ist es so plus, minus, ja überall läuft es aufs Gleiche hinaus. Ne? So jeder Mensch hat in der Regel erstmal, es hat sich nicht nur auf Menschen bezogen. Nee, es geht auf die ganze Welt quasi. Alles, was auf der Welt existiert. So jeder Mensch hat zwei Augen in der Regel und zwei Beine. Natürlich gibt es da Ausnahmen. Menschen verlieren Augen, Menschen verlieren Beine. Aber deswegen, ich würde mal behaupten, es cancelt sich so aus und plus, minus kommen wir da bei null raus. Ne? Wenn wir jetzt mal Menschen betrachten. Dann haben wir aber natürlich schon mal ganz viele Tiere, die vier Beine haben, aber natürlich auch nur zwei Augen. Das heißt, da gehen wir schon stark Richtung Beine. Jetzt denken wir aber an sowas wie Spinnen, Insekten oder keine Ahnung. Aber haben denn so viele Tiere wesentlich mehr Augen? Eine Fliege hat wie viele Augen? Warte, na, auch nicht viel mehr. Ich google direkt. Okay, Google. How many wie viele Augen hat eine Fliege? Does a fly have? So, eine Fliege hat 5 Augen. Nur? Hä, ich habe eine ganz andere Antwort bekommen. Bei mir sagt Google nämlich, dass es so aussieht, als hätten die nur 2 Augen, aber dass sie viele Facettenaugen haben. Hier die Frage ist, wie viel Count. Okay, hier steht 750 Mini-Augen. Fruchtfliegen hätten 750 Mini-Augen? Fruchtfliegen? Die sind doch noch viel winziger. Okay, jetzt stell dir mal vor. Das glaube ich ja nicht. Naja, warum? Nein, I don't know. Fehlinformation. Aber die Frage ist ja jetzt auch schon wieder: jetzt denkt man sich so, okay, wie viele Insekten gibt es, die sehr viele Augen haben und also überschatten sie quasi. Aber die leben ja auch nicht lange, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Das heißt, also. Ja, also wie ist die Bestandsbevölkerung quasi der Insekten mit vielen Augen? Aber dann habe ich auch gedacht: Moment mal, was ist mit Tausendfüßlern? Wie viele Insekten gibt es, die, sag ich mal, ultra viele Beine haben, aber nur 2 Augen? Tausendfüßler, überall, Asseln, was weiß ich was, diese ganzen Fleuch- und Kreuviecher haben unendlich viele Beine, keine Augen Beinen. Oder 2 Augen. Und dann, noch ein Step weiter, das Meer. Wie viele Tiere im Meer leben und die haben alle keine Beine, aber alle Augen? True. Mind blown. Was, also, haben wir jetzt mehr Augen oder mehr Beine? Was glaubst du? Ich bin trotzdem irgendwie, also, weil wir das Meer auch noch nicht so weit erforscht haben, also, wir wissen natürlich schon vieles, aber man ist ja noch lange wahrscheinlich nicht da am Ende. Ja, aber wie ist irgendwie 70% oder noch mehr der Welt Augen. Besteht aus Meer, aus Wasser. Ja, deswegen ja, Augen. Noch mehr. Ich glaube auch, es sind Zahl Augen. Zu? Nein, niemand, weil niemand so eine Scheiße macht. Das sind einfach nur random TikTok-Videos, die sich Leute. Toll, ich habe jetzt gedacht, man kriegt wenigstens irgendwie so ein bisschen einen Anhaltspunkt. Haben wir bitte irgendjemanden, der Biologie studiert und uns das mal irgendwie hochrechnen könnte? Danke. Ja, also ich glaube, wir können trotzdem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass es mehr Augen auf dem Planeten gibt als Beine, weil es einfach alleine schon durch die Tiere, die im Wasser leben, glaube ich, so viel mehr Augen als Beine gibt. Und die Insekten, weil es sind ja in erster Linie Insekten, wobei ja landlebende Tiere mit 4 Beinen gibt es natürlich auch nur, aber das sind immer so plus 2, weißt du, pro Tier plus 2. Das ist zu wenig, um diesen ganzen riesen Kosmos aus vielaugigen und wenig beinigen Viechern auszugleichen. Ja, du hast recht. Okay, dieses kleine Gedankenexperiment wollte ich quasi mit dir auch durchspielen, weil ich bin auch zu demselben Entschluss gekommen, es müsste mehr Augen geben. Man könnte es natürlich noch weiter spinnen, wenn man quasi literally Augen und Beine meint und sagen, was ist mit Tisch und Möbelstücken, Tischbeine und Stuhlbeine. Und dann könnte man aber gleichzeitig noch, überlegen, gibt es mehr Bilder von Menschen
ohne, mit Augen, also Gesichter, Fotos, Porträts, sind das Augen, die mitzählen? Egal. Aber dahin gehen wir nicht. Wir gehen nicht dahin. Wir halten okay, das, fest. Das wäre jetzt es gibt schon echt krass. Augen. Ja. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und jetzt darfst du mir sagen, was du diese Woche gelernt hast. Oder ja, tolle Fun Facts für mich hast. Viel habe ich auch nicht gelernt. Deswegen habe ich gerade Google um Rat gefragt, was ich mir einen Random Fact nennen kann. Und den möchte ich dir jetzt einmal vorlesen. Was Google den mir für Fun ein, Fact. Random, ja, ein Random Fun okay. Fact. Und zwar der südamerikanische Schmuckhornfrosch kann mit was seiner Zunge... Ding? Der Schmuckhornfrosch. Spuckhorn. Nein, Schmuck, wie Schmuck. Schmuck, also okay, Schmuckhornfrosch. Der ja. Schmuckhornfrosch kann mit seiner Zunge Beute heben und heranziehen, die schwerer ist als er selbst. Cool, oder? Wow. Ja. Haben wir was über den südamerikanischen Schmuckhornfrosch gelernt. Wie sieht der aus? Ich will den jetzt googeln. Süß wahrscheinlich, keine Ahnung. Wie halt ein Frosch aussieht. Südamerikanischer Schmuckhornfrosch. Frosch. Hornfrösche oder Schmuckhornfrösche sind eine Gattung der Froschlurche, oh. die mit 8 Arten in Südamerika heimisch sind. Bestimmt ist das so ein ganz... Warum kann ich... Hä? Warum wird mir hier als erstes angezeigt, auf eBay Schmuckhornfrosch online kaufen? Was? Ja, was soll das? Demnächst hast du dann ein Terrarium bei dir hinten drin und da sitzt dann der Schmuckhornfrosch unter so einer roten Lampe. Oh, die sehen crazy. Alter, die sehen richtig creepy aus. Ja. Vor allen Dingen, die gucken auch ultra aggro. Hä, hey, google das mal. Die haben so, die haben alle so, die haben so, so Augenbrauen, wieso Augenbrauen, die so richtig Schmuck. Schräg sind, oh. als würden sie so richtig grimmig gucken. Das sieht mega aus. Oh ja, true. Das ist die Grumpy Cat der Frösche. Das ist wirklich die Grumpy Cat der Frösche. Schmuckhornfrösche, die sehen auch, bestimmt sind da auch genug Arten dabei, die dich irgendwie töten, wenn du sie komisch anfasst oder so ja. und dann direkt irgendwie so Poison sind, weil ja. die sehen ehrlich gesagt ziemlich giftig aus und grumpy. Aber jetzt denke ich mir auch, irgendwie denke ich mir jetzt auch gerade wieder, wie geil sind Frösche eigentlich? Oh nee, warum? Die sind halt irgendwie glibberig. Ja, also da gibt es nee, auch wirklich andere Tiere, die viel cooler sind. Ja, aber jetzt, aber was, guck mal, was, die, was das für weirde Viecher sind. So, das sind einfach so komische Blobs und die sind so, sind einfach so kleine Fettsäcke und die sitzen da so irgendwo rum und, ja. und haben einfach so eine insane lange Zunge. Und die sehen ja, einfach, das ist witzig, ne? Ich weiß nicht, ich denke halt, weil, guck mal, dieser Frosch sieht halt auch einfach so aus wie fucking Jabba the Hutt. Ja, irgendwo muss die Inspiration ja herkommen. Und sitzt da einfach und macht so. Ich weiß nicht, ich finde Frösche irgendwie wahnsinnig faszinierend. Wie schön bunt die sind. Guck mal, was die verschiedene Farben haben. Ja. Ja. Also Leute, guckt mal, googelt mal nach dem Schmuckhornfrosch. Und freut euch auch darüber, wie grimmig die gucken. Und jetzt bin ich wieder fasziniert von der Welt der Tiere. Hast du denn ein Lieblingstier, Bertin? Ein Lieblingstier? Ja. Oh, schwierig. Aber wenn du schon so lange überlegen musst, hast du ja gar keins. Ja, es gibt schon so ein paar, die, glaube ich, in die engere Auswahl fallen. Also ich mag Otter sehr gerne. Die sind cute, ja. Otter sind cute. Alpakas sind auch großartig. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich, glaube ich, so ein Favorite Animal habe. Gestern, das erinnert mich jetzt auch, also hast du ein Lieblingstier? Um die Frage erstmal zurückzustellen, bevor ja, ich weiter... Ja, den Elefant. Ich really? Finde Elefanten toll, ja. Das sind Spirit Animals für mich. Ja, Elefanten sind auch toll, das stimmt. Warum ist Elefant dein Spirit Animal? Was zeichnet Elefanten aus? Außer, dass sie ein gutes Gehirn, glaube ich, haben. Also Gedächtnis. Ja, das habe ich auch. Ja, das stimmt, denn du weißt auch immer, wer gerade Geburtstag hat und wann wer zum Geburtstag Beispiel? Hat. Nee, ich habe, also, keine Ahnung, so, dass sie auch einfach so eine Ruhe in sich selbst einfach haben. Ist das so? Finde ich sehr, ja, finde ich sehr, keine Ahnung, finde ich einfach krass. Weiß ich nicht, ich find alles an Elefanten irgendwie inspirierend. Ich kann dir das nicht genau sagen. Inspirierend, da musst du jetzt lachen, ne? Ja, ich bin aber, da musste ich gerade auch ein anderes Video denken, was ich letztens gesehen habe, von einem Elefanten, der in so einem, ich weiß nicht, was das war, in irgendeinem, wie heißt das, Reservat oder so, keine Ahnung, halt in so einem Sanctuary.
ja, nicht Zoo, aber halt so ein, keine Ahnung, irgend so ein Freihof, was weiß ich, was das war, gelebt hat. Und dann war da halt so eine Family, die sich da halt um das, diese Anlage gekümmert hat, und die hatte einen Hund, und der Elefant war Best Friend mit dem Hund. Oh. Und das war halt wirklich so ein kleiner Hundi. Und dann hatte der Hund eine OP, also musste operiert werden und durfte irgendwie 3 Wochen lang oder noch, oder irgendwie keine Ahnung wie viele Wochen, das Haus nicht verlassen. Oh. Und weil der halt irgendwie halt nicht laufen konnte. Und dann stand der Elefant jeden Tag am Zaun von diesem Haus und hat einfach nichts gemacht, außer da zu stehen und zu warten, dass der Hund kommt. Für mehrere Wochen, bis dann irgendwann der Hund wieder da draußen war, und dann hat er sich richtig gefreut. Oh, ja. Wie süß. Ja, das ist meine Erinnerung an einen Elefanten, und seitdem bin ich auch großer Elefantenfan. Schön, ja. Das freut mich. Ja. Du wolltest gerade aber noch irgendwas anderes sagen. Ja, alle Tiere sind toll. Was wollte ich eigentlich? Ach so, stimmt. Weil wir nämlich gerade vorhin bei Autofill im Stream waren, also nicht wir im Auto, sondern dass wir gestern bei Autofill im Stream waren. Und da ging es nämlich auch irgendwann random, und da hat man dann auch gemerkt, dass es spät wurde. wurde irgendwann sehr viel über random Stuff geredet, unter anderem über Bären. Ich weiß gar nicht mehr, wie die da drauf gekommen sind. Ach ja, wegen Bulli-Bär. Okay, es erklärt ja einiges. Okay. Aber dann ging es auch darum, dass Braunbären wohl so krasse Bären seien und dass das so wohl die krassesten von allen sind. Und Autofill hat irgendwann die Frage gestellt, wenn man quasi ein Haustier haben könnte, irgendeins auf der Welt, also wenn du irgendein Tier dir aussuchen könntest, das du als Haustier haben könntest, ohne dass das jetzt, also das wäre quasi okay dann, dass das, also das Tier wäre okay damit, dass es jetzt dein Haustier ist, und das wäre jetzt quasi auch nicht, es hätte halt gute Lebensbedingungen und alles. Also und es wäre quasi normal jetzt für das Tier. Also wenn du quasi irgendein Tier, was normalerweise sonst nur in der freien Wildbahn existieren würde, jetzt als Haustier haben könntest, und es wäre dann normal, dass du das als Haustier hast und nicht irgendwie komisch. So, welches Tier würdest du nehmen? Ich würde einen Löwen nehmen, zu 100%. What? Ja, 100%ig. Ja, warum? Weiß ich nicht. Also generell ist mein Sternzeichen, ne, finde ich deswegen halt auch interessant. Hä, weil die einfach so imposant auch einfach sind. Also, keine Ahnung, so, das ist der König der Tiere, so, weiß ich nicht. Und die sehen immer so unfassbar fluffig aus mit ihrer Mähne und so. Fluffig? Weiß ich nicht. Ja, aber das wird halt niemals passieren, aber ja, ich würde direkt einen Löwen nehmen. Was würdest du denn machen? War nicht darauf vorbereitet auf diese Frage. Okay, dann kannst du noch mal kurz überlegen, weil kennst du denn die Bärenregel, was passiert, wenn du einem Bären gegenüberstehst? Kennst du die? Ja, weil darum ging es nämlich auch gestern bei Autofill. Okay. Die kenne ich jetzt seitdem. Beziehungsweise, also was ich eigentlich noch sagen wollte, Autofill will nämlich einen Braunbären haben, weil er die so kuschelig auch findet und dann denkt so, der kann auf denen reiten und so einen Spaß. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, genau, die Bärenregel ist nämlich, wobei ich kenne sie nur auf Englisch, gibt es die auch auf Deutsch? Ja, nee, ich kenne die auch nur auf Englisch. Okay, ja, beim Bären ist es nämlich, is it black, fight it back, if it's brown, lay down. If it's brown, lay down, if it's white, good night. Ja, weil du bei einem Eisbären halt einfach verloren hast, du kannst nichts tun. Der Eisbär killt dich einfach in the blink of an eye. Der Braunbär aber wahrscheinlich auch, aber der Braunbär verliert im besten Fall sein Interesse daran, wenn du dich totstellst. Ja. Aber der und immer Schwarzbär, was in den Nacken packen, weil die da als erstes immer hingreifen. Was, der Eisbär packt dich in den Nacken? Nein, also ja, wahrscheinlich auch, aber wenn du einem Braunbär gegenüberstehst und dich aber auf den Boden legst, sollst du deine Hände oder wenn du einen Rucksack auf hast oder so in den Nacken, weil die dich da meistens zuerst packen wollen. Aber wenn du dich quasi totstellst und dann halt versuchen, irgendwas zu tun, dann können die halt weggehen. Also aber in den Nacken, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass ich meine Hände auf den Nacken lege und der dann einfach so meine Hände abbeißt, aber dann dafür besser die Hände abbeißen, wollte ich gerade sagen. Ja, aber das ist eine grausame Vorstellung. Ja, versuch mal, dich totzustellen, während der gerade deine Hände frisst. Ja, also ich meine, ich glaube, dann fängst du auch irgendwann nur noch an zu schreien und zu weinen und dann stirbst du. Ja, klar. Das war jetzt auch von Domi der Bruder, der war jetzt in Alaska für einen Einsatz, also der arbeitet bei der Bundeswehr. Und auf dem Gelände. Oh, ja, das habe ich mitbekommen, kam gestern in den Nachrichten, dass wir gerade den Bündnis, das Bündnis auf
der Bündnisausfall? Hä, bin ich blöd? Also wenn quasi das Bündnis mit Russland jetzt brechen sollte, dann haben wir da gerade in Alaska nämlich Flugzeugeinsätze geprobt. Quasi ja. Luftkampftests okay, durchgeführt. Dann ja, gut, brauche ich ja nicht so großes spoilern, dann darf ich das ruhig erzählen. Ja. Und auf dem Gelände sind halt auch einfach so erstmal Schwarzbären rumgelaufen. Die waren jetzt aber nicht so riesig, also im Gegensatz zu dem Grizzlybär. Aber du durftest da jetzt zum Beispiel auch nicht, also du hättest da nicht einfach rumlaufen dürfen, ohne eine Waffe oder so. Weil die laufen da halt einfach frei rum und die sind auch so, keine Ahnung, 4 Meter von dir entfernt. So, es juckt die halt erstmal nicht, was du machst, aber wenn du da halt joggen gehst oder so, dann kann es auch sein, dass du halt nicht mehr vom Joggen wiederkommst. Und das war auch so, dass bei einem Einsatz, den die da hatten, sind die halt aus dem Flugzeug rausgesprungen und einer ist halt, sagen wir es mal so ein bisschen vom Weg abgekommen und ist dann da in der Pampa irgendwo gelandet, jetzt nicht so weit weg. Und ja, da war dann halt ein Grizzlybär, ne? Und hast du keine Chance. Wait, willst du mir damit sagen, wir haben gerade einen deutschen Soldaten an einen Grizzlybären verloren? Nein, das war kein deutscher Soldat. Das war von der amerikanischen Einheit. Aber das heißt, die haben jetzt gerade bei einem fucking... Nicht jetzt gerade, das ist schon was länger her, aber das sind Dinge, die da passieren. Also auch die Leute, die da leben, die gehen nicht ohne eine Waffe raus, weil die Chance, dass du einem Bären über den Weg läufst, höher ist, als dass du einem Menschen gegenüberstehst. Weil das halt einfach, da ist ja nichts. Da sind halt 3, 4 Häuser und das war's. Also viel mehr ist da nicht bis zur nächsten Stadt oder so. Und da tummeln die sich halt und die haben halt keine Angst vor Menschen mehr. Das ist schon irgendwie crazy. Ja, schon erschreckend irgendwie, ne? Der hat uns Videos gezeigt, die haben halt da an der Tür, wo die Mensa ist, ne, also da, wo die dann immer essen, da ist an der Tür sind so richtige Tatzenabdrücke, weil die Bären versuchen, da reinzukommen. Weil da Essen ist. Imagine, du sitzt da, bist am Essen und an der Tür kratzt einfach so ein Schwarzbär und versucht da ja, aber Schwarzbär ist ja Feind, der macht ja nichts. Ja, den musst du nur zurückfighten, ne? Klar, ja. Ich will mal sehen, wie du gegen einen Schwarzbären kämpfst. Hä, ich würde einfach mit dem tanzen. Ja, genau. Ein Tanzbär ist das. Aber das ist schon richtig crazy. Vor allen Dingen denke ich mir gerade, ich dachte immer, in Australien will dich alles umbringen. In Kanada bringt dich offenbar auch alles um oder in Alaska oder sonst wo. Ja, ja. Ich glaube, Australien ist noch ein bisschen schlimmer, weil da kann es halt auch irgendwie nur so ein kleines Insekt sein, was du irgendwie gar nicht merkst. Weil so ein Bär, den siehst du ja vielleicht in der Regel. Hoffentlich. Ja, und da kriegst du es ja auch irgendwie so mit, weißt du? Aber wenn du jetzt von irgendwas gestochen wirst, bekommst du das ja vielleicht in erster Linie gar nicht so richtig mit. Und dann irgendwann so 3 Tage später liegst du da und wachst nicht mehr auf. Ich glaube, du stirbst schneller. Ja, maybe. Aber es ist schon... Trotzdem würde ich lieber nach Amerika oder... ich würde lieber... Also okay, jetzt sind wir wieder bei so einer Frage, ne? Würdest du lieber in so eine Zone gehen, wo ganz viele Bären sind oder wo ganz viele Schlangen sind und jede davon aber giftig ist und die Chance hat, dich zu beißen? Ja, schon, glaube ich, lieber geil, ne? Ich glaube schon lieber in so eine Zone mit Bären. Ja, ne? Wobei ich mir auch gerade überlege, ich weiß nicht, ob du The Revenant gesehen hast. Nein, also ich habe panische Angst vor Schlangen. Also Schlangen sind für mich das Allerschlimmste. Ja, aber ist ja der Film mit dem Bären und nicht mit den Schlangen. Ach so, ja, weiß ich ja nicht. Das ist die Rolle, für die Leonardo DiCaprio endlich seinen Oscar bekommen hat vor ein paar Jahren. Aber ja, da wird der halt von einem Bären angegriffen und überlebt halt so gerade und dann geht es darum, wie der wieder zurück zu seinem Camp kommt oder sowas. Aber da denke ich mir so, weil das habe ich mir nämlich gerade gedacht, so ich weiß nicht, welcher Tod qualvoller ist, der gegen einen Bären, weil ich glaube, du bist da nicht instant tot, sondern du kämpfst, wirst da erstmal so wie eine Katze, die mit einer Maus spielt. Du wirst halt erstmal wahrscheinlich so eine halbe Stunde lang in der Gegend rumgeworfen. Und ja, bist so barely alive. Und bei so einem Schlangenbiss, das tut halt einmal kurz weh und dann ist halt wahrscheinlich so innerhalb von 20 Minuten ist dann halt auch Feierabend, weil dann das Gift sich ausbreitet und ich meine, ich weiß nicht, wie es ist, vergiftet zu werden. Es ist, glaube ich, alles scheiße. Let's be real. Ich glaube, es ist egal, was passiert. Es wird einfach nur scheiße. Aber so Schwarzbären können bis zu 50 km/h schnell rennen, ne? Ja, die Braunbären, glaube ich. Ja, nee, Schwarzbären. Ich dachte, Braunbären können so schnell rennen. Ja, die können auch klettern. Ja, das ist das Problem. Du denkst dann so, du kannst auf den Baum, aber dann rennt er dir einfach auf den Baum hinterher. Aber ist bei Schlangen genauso. Mann, okay. Der Mensch ist nicht gemacht für diesen Planeten.
Der Mensch ist auch nicht gemacht für die Natur. Also der Mensch ist eigentlich für gar nichts gemacht. Wir sind wirklich, was sind wir für eine Opferrasse eigentlich? Dass wir wirklich, wir überleben ja gar nichts. So, wir haben wirklich, wir sind so am Ende der Nahrungskette irgendwie. Ja, irgendwie, wir sind halt einerseits, das Einzige, was wir halt haben, ist Technologie. Und ein Brain. Wir also haben ein bisschen halt, mehr Brain einfach. Ja gut, das ist leider, also wenn ich mir so manche viele. Menschen angucke, weiß ich nicht, wie viel Brain die haben. Ja, okay. Aber so, wir haben halt quasi, das, was wir quasi an was wir so quasi rein physisch aus, was ja, wir rein das? Physisch vermissen, gleichen wir halt durch technologische Errungenschaften aus. Ja. Und kommen dann halt mit unseren Waffen oder was weiß ich was um die Ecke. Aber wenn man sich mal wirklich so den Menschen anguckt, dann merkt man doch so, der ist ja wirklich für nichts gemacht. So. Der hält ja nichts aus. So, viele, ja. Also wir können nicht in krasser Hitze leben, wir können nicht in krasser Kälte leben. Wir so also jedes Tier auf dieser Welt killt uns gefühlt im 1-gegen-1. Das ist irgendwie ein Armutszeugnis. Ja. Ja. Sehr demotivierend. Aber deshalb sitzen wir alle zu Hause und zocken. Ja, und töten virtuell Tiere. Hallo, nein, wir töten gar keine Tiere, wir töten gar niemanden. Wir drücken höchstens ein paar Köpfe. Ja, aber in League of Legends sind ja auch Tiere, in Anführungsstrichen. Ja, aber das zählt nicht. Okay, aber das meinte ich eigentlich damit. Ja, okay. Anyways, wir sind eigentlich... Aber wenn du Call of the Wild spielst, also hier so ein bisschen handeln gehst online, tötest du ja auch einen Reh. Ja, da toll. Ja, aber... Naja, besser online als offline, ne? Nö? Nö? Und da können wir dann nämlich unsere... Da können wir dann nämlich unsere... Bertie, weißt du, was ich habe? Das wollte ich dir noch sagen. Das wollte ich dir auch noch zeigen. Ja, was denn? Es gibt vegane Dino-Nuggets. Ich weiß. Oh, echt? Oh, ich hab gedacht, ich zeig dir jetzt was voll Tolles. Nee, achso, sorry. Schade. Wo hast du, also wir dürfen jetzt zwar keine Namen nennen, aber also hast du die jetzt neu bei dir im Supermarkt entdeckt? Ja. Mit einer rot-weißen, also mit einer weißen Schrift und einer roten Umrandung. Wow. ja, aber habe ich auch schon gesehen tatsächlich, aber das Problem ist, ich bin gar nicht so. Aber die sind lecker. Echt? Weil ich habe halt keinen geilen Ofen so richtig und ich habe jetzt ja auch keinen Airfryer so wie du. Ja, das ist natürlich. Das heißt, nicht gut. Also mein Ofen ist jetzt nicht scheiße, aber für so Sachen wie Pommes oder andere so Sachen, die man irgendwie. Ja, du kannst sie auf einer Pfanne machen. Das ist ja, wie so Chicken Nuggets halt. Nur ich mache halt selten irgendwie so Fertigprodukte. Ja, aber Dino Nuggets? Bärchen Dino Nuggets, das ist einfach insane, dass es vegane Dino Nuggets gibt. Ich habe mich gefreut. Ja. Ich bin auch großer Fan von veganen Nuggets tatsächlich. Also wenn man die jetzt so irgendwo bei anderen Restaurants. Achso. Restaurants vor allen Dingen. Bei anderen Fastfood-Ketten erwirbt. Ja. Aber ja, vielleicht probiere ich das mal doch. Vielleicht gebe ich dem Ganzen mal eine Chance. Ja, das ist halt so, wenn du mal irgendwie nicht viel Zeit hast, dann brätst du dir mal eben ein paar Dino-Nuggets in der Pfanne an. Ja, jetzt habe ich Hunger bekommen, toll. Ja, hier riecht es auch schon wieder nach Essen. Ich weiß nicht, wer hier schon wieder am Kochen ist. Also mein Nachbar von unten ist übrigens auch immer noch nicht anwesend. Ne? Ich weiß immer noch nicht, was da los ist. So seit drei Monaten nichts mehr kannst gehört. Kannst du mal bitte irgendwie klopfen oder klingeln? Weil da ist ja keiner. Ja, oder steck oder riech mal vorsichtig, so wer weiß, wie lange nee, der sein da Auto drin steht liegt. Ja auch nicht da. Ja. Ja, das ist irgendwie komisch. Ja, ich also entweder der hat wirklich. Vielleicht ist das ja auch nur so ein Zweitwohnsitz. Und der ist irgendwie gerade. Vielleicht ist er auch einfach so gerade auf Weltreise oder sowas. Aber das war ja anderthalb Jahre vorher auch nicht so. Also es war ja jetzt erst seitdem das mit diesem Wasserschaden da mal war. Und vielleicht hat er den verursacht und rennt, ist deswegen auf der Flucht. Ja, er war einmal zwischendurch da habe ich ihn kurz gesehen. Aber da hat er auch nur, also der war dann auch wirklich nur 5 Minuten oder so da. Weil als Domi dann 5 Minuten später nach Hause gekommen ist, war der schon wieder weg. Vielleicht führt er ein Doppelleben. Na, weiß ich nicht. Vielleicht ist er beim BND. Ja. Wahrscheinlich eher beim Zoll hier. You never know.
Nee, glaube ich nicht. Ich muss mal die Nachbarin unten fragen. Da bin ich ja schon ein bisschen neugierig. Machen wir ein bisschen Klatsch und Tratsch hier für Kaffee mit Kim. Das heißt ja nicht umsonst Kaffee mit Kim. Hier muss auch Kaffeeklatsch mal aufgetischt werden. Oh, dann können wir mal announcen, dass Benji jetzt 30 geworden ist. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Benji ist 30, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich habe genau letztens richtig predicted. Ich habe die letzte Folge ja genannt, was ist mit Aura passiert oder was ist mit Aura los. Und ich habe gesagt, dass Benji sich die ganze Folge fragen wird, was mit Aura los ist. Und er hat mir geschrieben, er hat sich wirklich gefragt, was mit Aura los ist. Und er hört den Podcast wohl irgendwie übers Handy laut oder generell laut in der Wohnung. Und Aura, also der Hund, hat die ganze Zeit, also die Hündin, hat die ganze Zeit immer sich gewundert, woher ihr Name kommt. Really? Ja. Geil. Hallo Aura, schön, dass Hallo du da Aura. Bist. Hallo Aura, auch an dieser Stelle wieder. Aura, mach Sitz. So, anyways. Imagine. Das wäre so lustig, ne? Aber Glückwünsche gehen natürlich raus und an alle Ambassadors oder alle, die sonst in irgendeiner Form in der Uniliga mit Benji zu tun haben, schreibt ihm doch mal und... geht auch nachträglich. Ja. Gratuliert ihm einmal oder richtet Beileidsbekundungen aus dafür, dass er jetzt auch den Club der 30er gehittet hat. Ja. Wobei das eigentlich, ne, ganz ehrlich, die 30er sind wirklich großartig. Lasst ich euch bin da ehrlich, nichts anderes nicht einreden. Wirklich. Ja. Die 30, man hat eine ganz andere Entspanntheit auch irgendwie so, auf was so gewisse Probleme angeht oder Sorgen, die man noch mit. Gut, man hat ganz andere Sorgen, auch existenziellere, deutlich größere Sorgen. Das Leben ist grausam mit 30. Lasst euch Nein, da auch nichts ein. Das stimmt. Nein, das macht nur Spaß. Nicht. Aber man hat so, worüber man sich früher Sachen oder Gedanken gemacht hat, wirklich, da denke ich mir doch heute so, ha, you fool. Na, also ich sag's euch, das, es wird alles auch Da können auch wir mal nächste Woche drüber reden. Da machen wir uns mal ein paar Gedanken zu. Ja. Was war so mit Anfang 20 unsere größte Sorge? Also was glauben wir, was da unsere größte Sorge war? Weil ich kann mich da jetzt nicht zu 100% dran erinnern. Und was ist, also nicht, was jetzt die größte Sorge ist, aber wie denkt man jetzt quasi darüber? Was würden wir unserem 10 Jahre jüngeren Ich sagen? Ach, das ist großartig. Das, ja, das machen wir nächste Woche. Das ist ein super Teaser. Schreib's dir direkt sofort auf irgendwo, weil ich vergesse das ja eh wieder. Ich auch, aber ich schreib's mir Nein, du auch. Hast das Elefantenbrain von uns ja, beiden. Ja, das stimmt. Aber ja, genau, das geben wir euch nächste Woche auf jeden Fall mit. Da machen wir mal so ein bisschen Live-Coaching, ne, von uns zwei alten Hasen, damit ihr mal, damit wir euch vielleicht auch so ein paar Ängste und Sorgen und so auch so ein bisschen, weißt du, machen wir mal ein bisschen Mental Health-Coaching auch. Ja, wir werden ja auch jetzt beide in 2 Wochen ein bisschen älter, von daher passt das ja, weißt du? Ja, das hättest du jetzt nicht sagen müssen, aber vielleicht machen wir da was. Also ja, bei mir sind es 2 Wochen, nee, doch. Und bei dir nächste Woche Sonntag. 2,5. Ja, bei mir sind es 1,5. Also eigentlich sind es jetzt nur noch eine Woche, wenn ihr das hört. Bei ich wollte gerade sagen, bei dir ist es dann halt nächste Woche Sonntag und bei mir ist es jetzt am Samstag genau in 2 Wochen. Ja. Ja. Also, anyways. Ja. Es ist nicht mehr lange und dann bin ich ganze 34 und das ist das Problem. Ab 34 ist man offiziell Mitte 30 und das ist, weil 33 ist noch Anfang 30. Ja, geht. 34, 35, 36 ist Mitte 30 und 37, 38, 39 ist Ende 30. Oh, okay. Das heißt, ich bin jetzt offiziell dann Mitte 30. Finde ich aber irgendwie nicht so. Doch. Ja? Es ist immer 1, 2, 3 ist Anfang, 4, 5, 6 ist Mitte, 7, 8, 9 ist Ende. Ja, theoretisch, aber in der Praxis fühlt man das ja anders. Ich habe mich jetzt mit 28 zum Beispiel nicht schon Ende 20 gefühlt. Das war erst mit 29. Na gut, was du dich fühlst, ist eine... Ja, fühlen ist eine Sache, aber du bist es halt, ne? So rein, so wenn man sich das einfach mal so aufteilt, immer in so Blöcke, dann bist du halt einfach Ende 20 mit 28. So, da kannst du ja sagen, was du willst. Du kannst trotzdem sagen, ich fühle mich noch wie Anfang 20, aber du bist halt leider Ende 20. So, und ich bin dann Mitte 30. Das krass, ist, Bertin. Das ist eine Katastrophe, Leute. Ich sag's euch. Nein. Nein, das ist wirklich alles. Ich fühle mich auch noch wie Anfang 20. Du benimmst dich auch noch wie Anfang 20. Das stimmt halt. Wobei, da kommen wir dann natürlich auch nächste Woche dazu. Ich denke immer, also ich sage auch immer so, ich fühle mich noch so wie Anfang 20. Wenn ich dann mit Anfang 20-Jährigen mal abhänge, denke ich mir immer so, okay, ich bin keine Anfang 20 mehr. Ja. Man merkt dann doch immer sehr schnell so, okay, nein, ich erzähle Bullshit. Ich fühle mich vielleicht noch irgendwie jung, aber ich merke auch, ich bin dann einfach, also mich trennen dann doch schon halt 10 Jahre von Menschen, die halt gerade Anfang 20 sind. Ja, fühle ich. Das geht mir bei jedem Finale so, ne? Weil dann kommen immer die ganzen jungen Sprösslinge da an
Und die sind dann so 19, 20 und du denkst, ja, ja, ich war aber 12 Jahre älter als die. Ja, und da merkt man dann auch den Unterschied. Ja. Aber nicht, also das meinen wir jetzt natürlich gar nicht negativ. Nee, absolut nicht. Wir lieben ja auch die Zusammenarbeit mit diesen jungen Menschen, das hält uns auch jung. Ja, aber natürlich. Trotzdem, das klang jetzt auch irgendwie komisch, aber, aber ich merke dann trotzdem auch immer wieder so, ja, okay. Man merkt halt schon, dass da irgendwie, dass wir anders ticken. Bisschen oder mehr Lebenserfahrung einfach. Na, das würde ich jetzt nicht mal sagen. Wir sind einfach auch dann halt manchmal so ein bisschen Boomer. Ne? Ja, okay. Aber auch, also, ja. Ich meine, du schaffst es nicht mal, dir ein Halbfinale bis zum Ende anzugucken, weil du vorher schlafen gehen musst. Ja, ich habe halt meinen Rhythmus, ne? Ja, wobei, den hattest du mit Anfang 20 leider auch schon. Ja. Anyways, so viel dazu. Da haben wir jetzt auch immerhin schon mal einen Teaser für nächste Woche. Finde ich, passt sehr gut. Haben wir auch mal, vielleicht kriegen wir da mal so ein bisschen eine Routine, einen Rhythmus. Nee, das wird doch langweilig. Hier rein, ne? Okay, hast recht. Nächste Woche gibt's aber natürlich nicht nur das, sondern nächste Woche, nee, stimmt, wir können euch nächste Woche noch gar nicht verraten, wer das Unterliga-Halbfinale gewonnen hat, denn das findet ja erst nach der Aufnahme des Podcasts statt, obwohl wir machen dann einfach zwei Sequenzen. Ja. Das sind aber beide drinne. Oh, das ist smart. Das ist gut. Ja, ne? Gucken wir mal. Aber ja, das war's, würde ich sagen. Es sei denn, du hast noch was, was du gerade dringend loswerden möchtest. Nee. Bist auch glücklich? Ja, happy. As super. Always. As always. Mhm. Dann war's das von uns an dieser Stelle. Kaffee ist auch leer bei mir. Ich muss auch auf Toilette, merke ich gerade. Aber nur Lulu. Mhm. Ich wollte gerade sagen, es ist halt schon wieder kurz nach 12, ne? Bertins nee. Zeit. Also naja, sorry, aber das dass ich geleakt habe. Ja, nein, das stimmt übrigens nicht. Mittlerweile ist alles kaputt. Okay. Es gibt keine Regelmäßigkeit mehr. Aber ich wollte euch darüber eigentlich nicht informieren. Wir verabschieden uns, wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Ja. Schaut natürlich nächste Woche auf jeden Fall wieder in alle Streams der Uniliga, die es noch gibt. Ich frage mich gerade, wie viele es überhaupt noch sind, denn es wird alles ein bisschen durcheinander. Aber haltet einfach Ausschau, guckt natürlich auch, denn ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, schon announced wurde, wo das Uniliga-Finale stattfindet. Kann sein, dass es schon announced wurde, kann aber auch sein, dass es noch nicht announced wurde. Wenn es schon announced wurde, dann sagen wir einfach mal, Surprise, wer hätte das gedacht? Und wenn es nicht announced wurde, dann sagen wir einfach nur, haltet euch auf dem Laufenden, folgt natürlich der Uniliga auf allen Socials und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da, dann bestimmt mit mehr Infos auch zu den Finals und bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss! Tschüss!